Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer 7. Folge der Kunstberater. Heute haben wir wieder einige nette Gäste eingeladen, die uns ihre Exponate hier zeigen möchten. Und als erstes begrüße ich hier am Tisch Herrn Jürgen Theissen, Galerist hier aus Bremerhaven, und Frau Elke Grapentin, die mehrere Bücher über die Bremerhavener und Bremer Maler auch und der Umgebung ja geschrieben hat. Als erstes fange ich mal mit Herrn Theissen an, der uns ja einige Bilder hier mitgebracht hat von dem Maler Paul Ernst Wilke. Ja, Herr Theissen, Wir gehen jetzt mal rüber. Ja, ich habe hier zwei Bilder mitgebracht. Und zwar fangen wir mal mit diesem an hier. Das ist Worpswede, Vorfrühling 1945. Das ist ein ganz entscheidender Punkt in Wilkes Leben. Wilke ist zu dem Zeitpunkt 50 Jahre alt und er hat erfahren, dass seine Heimatstadt Bremerhaven im Krieg 1944 fast total zerstört ist. Und zwar da, wo er aufgewachsen ist, da, wo er gemalt hat, da, wo er gelebt hat und seine Motive gesucht hat. Und er lebt in Worpswede zu dieser Zeit, und zwar seit Anfang des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges. Das liegt daran, weil er in Bremen es ihm zu unsicher war, mit seiner Familie zu wohnen. Und er ist natürlich dann zwischendurch immer nach Bremerhaven hingefahren und hat seine Motive gesucht und gemalt. Zu diesem Bild jetzt, das ist jetzt Vorfrühling, das ist so jetzt unsere Zeit, Ende Februar, Anfang März. Das ist ganz sparsam in den Farben gemalt, nicht so seine typischen leuchtenden Farben, sondern eher verhalten, vielleicht ein bisschen melancholisch. Und zwar ist das ein folgender Zusammenhalt. Er hatte sich Anfang des Jahres von seiner zweiten Frau Lotte getrennt und geschieden. Diese beiden sind geschieden worden. Und im Februar darauf haben Anni und Wilke geheiratet. Das ist seine dritte Frau. Die Anni war eine Oberschwester, die hat er in Drangstedt kennengelernt bei einem Krankenhausaufenthalt. Und der Krieg liegt in den letzten Zügen. Und was aber ganz entscheidend war, er war sehr bestürzt und traurig, was er gehört hatte, wie Bremerhaven, seine geliebte Heimatstadt, zerstört worden ist. Und Bremerhaven hat er erst Anfang 1946 besichtigen können. Und da existiert auch ein ganz toller Brief zu diesem Geschehnis, und zwar ein Liebesbrief an meine Vaterstadt. Ja, so viel zu diesem Bild. Wir können ja. Dieses Bild ist übrigens gereinigt, gefärbt und neu gerahmt. Jetzt haben wir hier ein Bild. Ja, das stellen wir mal hin. Ich nehme diesmal runter und wechsle das mal eben aus. Ja, ich nehme das mal ganz zur Seite. Dieses Bild ist jetzt datiert von 1950, unschwer zu erkennen, die Bremerhavener Mole. Dann der ausfahrende Fischdampfer, so heißt auch das Bild, ausfahrender Fischdampfer, 1950. Ein Seitenfänger, ganz klassischer Fischdampfer. Ein Fischkotter, der diesem ausfahrenden Fischdampfer etwas ausweicht. Dann sehen wir hier ein Kühlschiff und hier sogar die Kirche von Blexen. Und das Ganze gesehen vom Weserbad Bremerhaven aus. Das Besondere ist, hier ist der Molenkopf noch grün gemalt. Und das ist dann irgendwann umgestellt worden in der Zeit 50-51. Also das ist darin zu sehen, dass der Strom Geste umgewidmet worden ist. So nennt man das, glaube ich. Aber ganz genau kann ich das nicht erklären, wann das passiert ist. Ja, wenn das eine Hafeneinfahrt ist, Herr Theissen, ist ja von See auskommend rechts grün, heißt Steuerbord, dann wird das ja stimmen. Dann müsste ja da noch ein Hafen ist aber anders gemacht worden, dass man jetzt vom Flusslauf aussieht. Ach so, davon geht man aus. Ne? Ja. Ja. Also ich weiß auch nicht, wie die Geste mit der Mole, ob die einen roten Kopf hatte oder kann ich mich nicht dran erinnern. Nee. Aber hab die Zeit interessant, nicht vor allen Dingen auch der alte Fischdampfer da noch drauf. Nicht? Das ist die gibt es ja heute auch nicht mehr so. Nee. Die Fischerei war ja ungefähr ein Zeitraum von 100 Jahren und dann war das ja vorbei. Ja. Und der Anfang vom Ende der Fischerei war eben die Heckfängerei. Was würde denn so ein Bild bei Ihnen kosten?
wenn man sowas erwärmt. Ja, bei dem anderen ist es Öl auf Hartfaser, ne? Hartfaserplatte. Ja. Das finde ich ja sehr interessant. Ja, also bei dem anderen hatte ich so 2200. Wir haben das weggestellt. Haben wir weggestellt. Und dieses ist im Moment nicht zu verkaufen. Das ist ihr privat. Ja, ja, man hängt ja an. Die beiden Stücken. Bilder waren übrigens in der großen Ausstellung im Druckzentrum der Nordsee-Zeitung im Oktober letzten Jahres. Die ist dann ja drei Wochen gelaufen. Und da hängen auch die beiden Bilder. Ne? Aha. Ja. Und hier ist ja noch der alte Rahmen dazu. Ne? Ja, das ist gut. Dann haben wir über die Bilder ja schon einiges gesagt. Über Paul Ernst Wilke. Da muss ich gleich mal Frau Grapentin jetzt begrüßen, die hier sitzt. Sie hat ja sehr schöne, wir kommen noch drauf, aber ein sehr schönes Buch geschrieben. Da ist Paul Ernst Wilke natürlich auch drin. Ja. Und was mich da faszinierte, war ja, Paul Ernst Wilke war ja verheiratet, auch mit Lale Andersen. Mhm. Sie war damals zu der Zeit 17 Jahre, habe ich. Ja. Stimmt so, ja, nicht? Mhm. Und das ist ja alles hier in ihrem schönen, ich habe leider den Schutzumschlag gemacht und nicht wiedergefunden. Aber ich möchte das mal zeigen. Das ist Künstler und Künstlerin in Bremerhaven und Umgebung 1827 bis 1990. Da sind, welche Maler sind da nun hauptsächlich Bremerhaven? Und Bremerhaven und damals Altkreis Wesermünde, alle Künstler, die wir damals da erfassen konnten. 1986 habe ich diesen Auftrag für das Buch gekriegt. Und zwar von dem Freundeskreis Paul Ernst Wilke, dem natürlich auch wichtig war, dass Wilke in das Buch hineinkommt. Ja. Aber da waren eben vor allen Dingen die Gründer Enno von Wicht und Inge von Wicht, die sich sehr dafür stark gemacht haben, dass man eben hiesigen Künstlern mal ein Denkmal setzt. Und die waren angeregt worden von einem Oldenburger Projekt. Da war über eine ABM-Stelle nämlich ein Buch über Oldenburger Künstler gemacht worden. Und da haben die beiden gesagt, was in Oldenburg passiert ist, das können wir hier auch. Und haben sich dann natürlich im Laufe der Jahre auch noch viele Sponsoren suchen müssen, denn das Buch hat damals 300.000 D-Mark gekostet, ja, weil genau, es ja wahnsinnig viele Abbildungen enthält. Es sind 92 Maler hier, genau, 92 Maler hier erfasst aus unserem Bereich. Ja, ich zeige das gleich mal. Und ja. Und wie hoch war die Auflage? War eine etwas krumme Zahl, 2250 Exemplare. Weil man ganz schwer einschätzen konnte, wer es kaufen würde. Heute weiß man ja, dass eben viele Kunsthändler, Auktionäre eben das dann auch nicht weit über die Grenze Bremerhavens hinaus gekauft haben. Richtig, das brauchte jeder, der mit Kunsthandel und so weiter. Künstler stieß aus unserem Raum und hat erstmal nachgeguckt oder eben gar nicht wusste, woher der Künstler stammt, den er da am Wickel hat. 1991 erschienen. Ist es denn heute noch zu bekommen? Nein, also antiquarisch. Wir haben im Internet geguckt und es gibt ein Exemplar beispielsweise, das über die USA angeboten wird für 100, das ist ja eigenartig. 170 Euro. Ja, sehen Sie? Ja. Und planen Sie da eine Neuauflage, eine zweite Auflage? Ich wüsste jetzt nicht, wer die finanzieren sollte. Na ja, aber Stadt es, Bremerhaven. Ja, das wäre natürlich schön, denn wert wäre es das schon. Es sind mittlerweile ja viele neue Künstler hier auch im Gebiet, die dazu hier arbeiten, die da gar nicht erfasst sind. Ist richtig. Andere, die da drin sind, sind inzwischen verstorben. Also man müsste auch wirklich eine überarbeitete Fassung machen. Es wäre schon lohnenswert. Ja, ich schlage mal eben hier ein bisschen durch. Sehr umfangreich, auch aus der Geschichte. Hier haben wir gerade Sophie Wenke. Über Sophie Wenke haben wir ja auch schon mal gesprochen. Hier, da sieht man, wie schön die großen Farbfotos sind, wie die gelungen sind. Ich schlage das nun mal so wahllos hier durch. Ja, dazu muss man sagen, diese Bilder, ich hatte über 7000 Fotos insgesamt gemacht, nachdem ich geforscht habe. Das war ja auch gar nicht einfach überhaupt, über Künstler hier was zu erfahren. Es gab nur sehr wenig schriftliches Material. Und zwar dadurch, dass einige Künstler ausgestellt haben und dann beispielsweise in der Kunsthalle hier auch eine Ausstellung hatten
und es ein ganz kleines Heftchen dann dazu gegeben hatte. Also so, dass man einige Daten manchmal auch aus schriftlichen Materialien kriegen konnte. Aber ansonsten musste ich eben sehr viel entweder in Archiven nachsehen oder aber eben ja, einfach mich an Leute wenden, die Bildbesitzer waren, über die weiter forschen und natürlich über Verwandte oder über die Künstler selbst, was natürlich manchmal sehr spannend und schön war. Wie lange haben Sie dazu gebraucht? Ja, es war eigentlich ja eine ABM-Maßnahme erst angedacht, aber da wir weit weg waren von dem Anfang, mit dem wir gestartet waren, wir hatten erst 45 Namen, nachher waren es über 165 Künstler, die ich überhaupt ausfindig gemacht habe. Da wurde dann ja noch eine Auswahl getroffen. Aber dadurch hat das dann insgesamt nachher, es gab also eine zweite ABM-Maßnahme, das halbe Jahr dazwischen habe ich so weitergearbeitet. Also 4,5 Jahre hat das gedauert und man muss sagen, das letzte halbe Jahr habe ich praktisch nur nach 3 Stunden geschlafen und sonst immer gearbeitet daran. Und wer rastet, der rostet. Und da haben Sie gesagt, ach, ich mache weiter so, nicht? Ja, das ist dann manchmal so von Mund zu Mund Propaganda über den Hausschild-Verlag, der dieses Buch gemacht hatte, ja, also herausgegeben hatte. Ja, sagen Sie noch. Aber es ist ein echtes Meisterwerk. Ja, das ist natürlich absolut. Meisterwerk, das sage ich. Und ohne dem, nicht, Herr Theissen? Ja, das ist so umfangreich. Und seitdem weiß man erst auch, wie reichhaltig hier die Künstler, das künstlerische Schaffen war am Bremerhaven. Ne? Ja, genau. Das wusste man ja vorher gar nicht. Das wusste man gar nicht. Ja, und Sie arbeiten immer noch weiter an weiteren Büchern? Ja, im Moment nicht, aber das kam dann so kurz. Wann ist das erschienen danach, jetzt? Das ist 95. Kurt Lauber ist ein Bremer Maler, sagten Sie? Ein Bremer und Fischer-Huder Maler, über den auch sehr wenig bekannt wurde. Das war auch Forschungsarbeit. Und das ist also 1995 erschienen. Hier ist ein Maler enthalten, über den ich ebenfalls geschrieben habe, Hermann Linde. Da hatte man einige Bilder an Flügeln entdeckt und wusste gar nicht, wer dieser Maler ist. Es hieß eben, weil er so signiert hat, H. Linde. Es war gar nicht bekannt, wer er war. Und er ist tatsächlich auch ein Bruder eines sehr renommierten Kunstförderers gewesen, nämlich eines Arztes namens Linde, der den Edvard Munch gefördert hat. Aha. So, dann haben Sie hier noch was. Ja, Heimat die baltische von Wedel. Künstlerin. Das Heimat ist eine, von Wedel. Ja, das ist eine Klosterdame gewesen, die hier im Kloster Neuenwalde verstorben ist. Das ist mir bekannt gewesen. Und nachdem sie gestorben war, hat man entdeckt, dass sie Malerin war. Und da wurde ich dann gebeten, weil sie in ihrem Testament verfügt hatte, ihren Bildbesitz zugunsten für Brot für die Welt zu veräußern. Da wurde ich gebeten, ihren Kunstschatz sozusagen zu sichten und eine Ausstellung damit zu machen. Und 5 Jahre später, also dieses Werk ist 5 Jahre später dann entstanden, nachdem wir da die Ausstellung hatten. Und 5 Jahre später habe ich eben nochmal über Heimer von Wedel geschrieben. So, ich zeige nochmal, ich weiß nicht, ob die Kamera das vorher eingefangen hat, das Bild, das erste Buch, was ihr vorgestellt habt. Kurt Glauber, das ist ein Tiermaler vor allen Dingen gewesen. Ein Tiermaler, das ist ein Bremer Maler, weil wir ja auch in Bremen gesehen werden. Ist das ganz wichtig, dass die Bremer informiert werden? Hat sehr viel Pferde, war Spezialist für Pferdemalerei. Ja, Ja, Pferdemalerei. Pferde. Also Parforce-Jachten und auch Zeichnungen. So. Pferderennen auch. Ja. Genau. Ja, dann würde ich sagen, dann bedanke ich mich erstmal, dass Sie hier waren. Dankeschön. Frau Gavendin und Herr Theissen. Danke. Bis zum nächsten Mal, kann ich sagen, wenn ein neues Buch erscheint. Okay.